Ein Coworking-Space bringt spannende Menschen zusammen und das wollen wir euch heute zeigen, wie das Coworking im Alten Gerichte entsteht. Wir starten im Coworking Club. Der Coworking Club ist der Ort für diejenigen, die sagen, ja, ich hätte schon gern Anschluss an so eine kreative Familie und eine Community, aber eigentlich habe ich meinen Arbeitsplatz bereits, weil ich im Homeoffice, in der Firma oder in der Agentur arbeite. Aber doch, Zugriff auf eine coole Community, die hätte ich gern. In einem wunderschönen Altbau von 1897 gibt es hier für euch den Bazar der geilsten Menschen der Stadt und ihr könnt euch kennenlernen, austauschen, inspirieren, unterstützen und vernetzen. Der Club ist so gebaut, dass ihr Arbeitsplätze habt, wo ihr so einigermaßen ruhig arbeiten könnt. Aber so wie es heute zur Realität gehört, gibt es auch Phonebooths für Videocalls und Telefonate. Es gibt sogar verbotene Chillout-Ecken ganz oben. Und ganz wichtig ist bei diesen Booths nur, dass ihr die Leute nicht stört, die da drin sitzen, weil die sind ja in wichtigen Calls, ne? Und da darf man natürlich nicht bei stören. Und wenn ihr dann jemanden trefft, mit dem ihr in Wahrheit lieber schwätzen wollt als arbeiten, dann geht er einfach einen Raum weiter in unser Clubhouse. Hier haben wir 40 Jahre Wiesbadener Konversation eingefangen. Und hier entsteht der Community Space, der Ort unter Holzvertäfelungen aus dem Sherry und Port, wo also ganz Wiesbaden 40 Jahre lang gute Gemeinschaft hatte. Die bauen wir hier wieder auf, damit das weiterlebt und genau dieser Spirit hier im Alten Gericht herrscht. Wertvolle, gute, tiefe, ehrliche Gemeinschaft, die sich gegenseitig unterstützt. Das ist alles noch im Werden, wie ihr seht. Für diejenigen von euch, die ihren hauptsächlichen Arbeitsplatz suchen, haben wir hier im ersten Stock noch die Coworking Pro Area. Hier seid ihr richtig, wenn ihr wirklich sagt, Altes Gericht soll mein erster Arbeitsplatz werden. Für die Pro-Coworker, die sehr viel Zeit hier verbringen, haben wir einerseits nochmal erhöhte Standards bei der Ausstattung in dem Mobiliar, wie höhenverstellbare Tische oder Vitra-Stühle. Weil die so viel Zeit hier verbringen, haben wir aber auch sowas wie eine Küche, in der man sich Kaffee holen kann oder was zu essen machen kann, aber auch eigene Meetingräume, die sie inklusive nutzen können. Wir haben längere Öffnungszeiten, die Geschäftsadresse ist zum Teil inklusive oder sogar ein eigenes Office. Das Wichtigste daran, dass so eine Community funktioniert, ist, dass sich jemand mit Herz und Leidenschaft darum kümmert. Und an der Stelle darf ich euch die Marlene vorstellen. Hallo. Marlene ist die Coworking- und Community-Managerin hier im Alten Gericht. Und wenn sich jetzt hier jemand fragen würde, interessant, wie kriege ich Infos, was würde derjenige tun? Also er kann uns natürlich ganz klassisch anrufen, eine E-Mail schreiben, Anfrageformular auf der Webseite ausfüllen. Wir bieten allerdings auch donnerstags um 16 Uhr immer Führungen an. Das heißt, da kann man das Coworking gleich erleben, sich angucken, wie die Räumlichkeiten aussehen. Genau, und die Menschen dahinter auch gleich kennenlernen. Das wäre der leichteste Weg. Wenn wir von Menschen sprechen, wenn ich so richtig den Community Spirit erleben will, wo kann ich das machen? Am besten natürlich hier, in unseren Räumlichkeiten beim Arbeiten. Wir treffen uns zum Lunchen zum Beispiel, trinken Kaffee miteinander, also das wird hier vor Ort gelebt, haben aber natürlich auch ganz klassische Formate dafür, über hunderte Events im Jahr und eins davon wäre zum Beispiel Gründerfrühstück, Coworkerfrühstück, aber auch unser Donnerstalk. Genau, wir freuen uns sehr auf euch. Hier sitzen schon viele geile Menschen, aber ich glaube, du fehlst noch, komm vorbei.